unser Gast, der gleich sprechen wird. Herzlich willkommen, Jan Höcke. €250 Milliarden für das Brüsseler Bürokratenmonster. Mein Name ist Helmut Witter, ich bin der erste Kreisvorsitzende der AfD Südthüringen. Der AfD Südthüringen wurde 2013 gegründet und befinden uns heute hier in Zellermelis. Der Ursprungstermin war heute eigentlich vorgesehen, eben eine Gaststätte hier in dies und das, eine Bürgerversammlung durchzuführen. Diese Bürgerversammlung, die wurde dann heute zunichte gemacht, da diese Gaststätte zutiefst beschädigt wurde und randaliert wurde und beschmiert wurde, sodass wir heute ausweichen mussten. Mein Name ist Thomas Roth, ich bin Inhaber der Gaststätte dies und das hier in Zellermelis. Und heute Morgen wurden wir von der Polizei geweckt, da hier an der Front des Hauses alle Scheiben eingeschlagen waren und die gesamte Fassade mit einer roten Wellenlinie besprüht war. Man denkt als allererstes, das kann nicht wahr sein, wir haben seit 25 Jahren dieses Geschäft und es ist noch nichts dergleichen passiert. Ich bin Polizeihauptkommissar Fred Jäger, bin von der Landespolizeiinspektion in Suhl, bin für die Behörde der zuständige Pressesprecher. Die Ermittlungen laufen gegenwärtig zum Feststellen der Verursacher, der Verantwortlichen zur Tat. Wir wussten, dass am heutigen Tag in dieser Gaststätte ein Stammtisch der AfD Südthüringen stattfinden sollte. Aus diesem Wissen heraus konnten wir eine politisch motivierte Sachbeschädigung nicht ausschließen. Aus dieser Sachbeschädigung heraus hat sich die AfD ja auch entschlossen, hier diese Kundgebung zu machen, auch im Rathaus in Zellermelis. Und wir sind einfach hier vor Ort, um die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Na, ich vermute, das hat mit dem Stammtisch der AfD heute zu tun und es war im Internet zu erlesen. Ob nun richtig oder falsch, dass Herr Höcke auch noch als Gastredner kommt und das gibt wahrscheinlich eine besondere Brisanz bei den Gegenparteien. Ich wollte dort zum neuen Parteiprogramm der AfD sprechen, mit den Bürgern auch ins Gespräch kommen. Und das ist durch diesen Anschlag leider verhindert worden. Da sind viele in heller Aufregung, weil die AfD natürlich sehr, sehr erfolgreich ist. Da geht es sicherlich auch um Einfluss und um persönliche Freunde, die jetzt verloren zu gehen drohen. Das ist vielleicht das, was viele ärgert. Wir sind eine Partei, die Ja sagt zu einer Zukunft dieses Landes. Und wir haben das Gefühl, dass die Zukunft dieses Landes tatsächlich gefährdet ist und in erster Linie gefährdet ist durch die Politik der Altparteien. Die Medien werden heute nicht mehr so wie früher arbeiten. Sie machen auf jeden Fall keine genaue Forschung und kümmern sich wirklich um das Hintergrundwissen. Das wird alles einfach kommentarlos übernommen und das wird im Prinzip dann auch in die Landschaft gestreut. Wir sind mittlerweile eine gesamtdeutsche Partei, nicht nur eine ostdeutsche Partei. Natürlich haben wir die größten Erfolge bei der Wahl in Sachsen-Anhalt vor kurzem gehabt mit fast 25%. Aber auch in Westdeutschland mit über 15% in Baden-Württemberg und über 12% in Rheinland-Pfalz konnten wir uns entsprechend in Szene setzen und reüssieren. Wir sind eine gesamtdeutsche Volkspartei und das deutsche Volk hat das Bedürfnis, hat den Bedarf nach einer neuen Partei. Es ist das Altparteien einerlei überdrüssig geworden. Also allererste Ursache sehe ich dafür die Unzufriedenheit der Bürger mit der Politik der etablierten Parteien, die letzten Jahre gemacht wurde. Ich selber gehöre ja auch dazu. Ich war ja früher immer CDU-Wähler und muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der Politik von Angela Merkel enttäuscht. Und das war auch die Ursache, in diese Partei einzutreten. Und wir Deutschen sollen für die Abschaffung Deutschlands, wir Deutschen sollen für unsere Abschaffung auch noch bezahlen. Das ist ein unerträglicher Zustand, liebe Freunde. Meine Geduld ist am Ende. Ich kann mit dem Begriff an für sich nicht sehr viel anfangen, mit dem Begriff Protestwähler. Wenn wir mal in die Geschichte zurückblicken, Protest. Die SPD ist aus Ferdinand Lassalle Vorgang, war ja auch Protest. Zum Beispiel die Grünen sind aus Protest, als etablierte Partei heutzutage, sind ja auch aus Protest hervorgegangen. Und die Protestanten gibt es ja auch heute, im Gegensatz zu den Katholiken, war ja auch eine Protestgeschichte. Ich bin traurig, weil hier demokratische Rechte mit Füßen getreten werden, weil eine Veranstaltung durch linke Schlägertrupps im Keim erstickt werden soll und demokratische Basisarbeit unmöglich gemacht werden soll. Einfach mit der Möglichkeit, Leute einzuschüchtern. Und das kann nicht sein, liebe Freunde.
Die Deutschen wollen auch Alternativen haben. Sie wollen Alternativen haben zur jetzigen Einwanderungspolitik. Sie wollen Alternativen haben zur parlamentarischen Demokratie, in dem Sinne, dass diese parlamentarische Demokratie eben auch durch Volksentscheide auf Bundesebene belebt werden muss. Sie empfinden, dass die Parteiendemokratie oftmals als erstarrt. Das ist das, was ich jedenfalls in Gesprächen mit Bürgern heraushöre. Sie wollen Alternativen haben, beispielsweise auch im Bereich der Energiepolitik. Sie fordern Alternativen auf allen relevanten Politikfeldern und wir geben ihnen diese Alternativen in sämtlichen Politikfeldern. Unter anderem auch treten wir ein für den Mindestlohn. Und im Gegenteil, wir sind ja auch der Meinung, dass gerade für die Menschen, die nicht von der Arbeit leben können, mehr getan werden muss. Das ist unser Grundsatzprogramm, das sollte sich jeder dann wirklich genau anschauen. Und wir haben konkrete Inhalte zur Zuwanderung. Wir sind ja zum Beispiel auch dafür, dass Zuwanderung nach kanadischem Vorbild bei uns geregelt wird und dass auch Menschen zu uns kommen können, die wir brauchen können und nicht alleine nur auf unserer Staatskasse liegen. Wir sind, und das ist mir ganz wichtig, auch und vor allen Dingen eine Partei des kleinen Mannes. Das hat mein Freund Dr. Alexander Gauler mal so geprägt als Begriff und da kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Es geht vor allen Dingen darauf zu gucken, wo geht eigentlich deutsches Geld hin? Die soziale Frage ist für Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts in meinen Augen eine andere. Es geht nicht so sehr um die Verteilung von oben nach unten oder von unten nach oben oder von alt nach jung oder von jung nach alt, sondern es geht um die Frage der Verteilung des deutschen Volksvermögens von innen nach außen. Ich glaube, und das ist auch die Meinung meiner Partei, dass zu viel Geld für Projekte, für ideologische Projekte wie beispielsweise den Euro oder jetzt diese Masseneinwanderung ausgegeben wird, die eben nicht in deutschem Interesse sind. Und da wollen wir einen Riegel vorschieben. An unsere Bürger hätte ich folgende Bitte, dass sie vor allen Dingen uns genauer zuhören. Das ist eines der wesentlichen Probleme, die ich eigentlich in unserer Gesellschaft sehe, dass viele Menschen ganz gar nicht mehr zuhören und in der Geschwindigkeit der Medienlandschaft eigentlich mit den Argumenten sich gar nicht mehr auseinandersetzen können. Deshalb bitte ich die Menschen, sie sollen unser Parteiprogramm lesen und sollen sich dann im guten Diskurs mit uns auseinandersetzen. Das wäre mein Anliegen. Ich möchte nochmal an den Spendenaufruf erinnern. Er geht in erster Linie an den Herrn Roth, alles was dann daraus hinüber an Spenden eingeht, kommt anderen Opfern von linken Gesinnungstätern zugute. Also wenn das wirklich diese ziemlich respektlose und brutale Tat aus politischen Gründen passiert ist, haben diese Herren Akrobaten natürlich das genaue Gegenteil erreicht, weil aus dem normalen Stammtisch einer Partei wird jetzt eine Kundgebung vom Rathaus. Herr Höcke hat jetzt eine viel breitere Plattform, als er hier eventuell gehabt hätte. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind